Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Nick, euer Taktiktyp. Und in dieser Folge möchte ich euch die Hochhäuser zeigen, die hier vorne beginnen bei den Hochhausgrundstücken. Und um dahin zu kommen, gibt es praktischerweise die U-Bahn. Die fängt hier an und ich muss mit der roten Linie 2 Stationen weit fahren. Darum gehe ich hier einfach gerade runter. Und Röhrlangs, nee, das ist falsche Richtung. Erst zur Willenstadt. Die kann ich dann auch nochmal zeigen. Und dann hier zu den Hochhäusern. Und nee, hier hinter dem Schild, da geht's los. Und man spawnt quasi schon in dem ersten Hochhaus. Und da kommt man leider nicht hoch. Ist einfach hier so ein riesiges Gebäude aus viel Glas und gebranntem Ton. Und das ist recht symmetrisch aufgebaut. Ich glaube, von der anderen Seite sieht es ja fast genauso aus. Noch ein bisschen Unterschied, weil die Kante da größer ist. Aber es ist schon beeindruckend hoch. Dann hier, ganz interessant, hier gibt es die Portale. Hier kann man sich Portale mieten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie teuer die sind und die untersten sind auch schon reserviert. Aber hier kann man hoch in den ersten Stock und hier sind halt noch freie Portale. Das heißt, dass man, wenn man irgendwo im Free Build dann sein eigenes Reich gebaut hat, dass man sich hier ein Portal mietet, damit auch andere Spieler einen einfach finden können. Und dann geht's weiter. Was nehmen wir als nächstes? Hier vorne das Casino. Aber das ist auch schon auf der alten Map. Da kann man halt irgendwie Golderz einsetzen. Wenn man Glück hat, bekommt man ein Diamanterz. Dann gehe ich mal. Nee, das ist falsch. Da gehe ich zu dem Gebäude. Das wurde von der alten Map kopiert. Und finde ich sehr schick. Gerade, also die Farben passen halt gut zusammen, ne? Die weiße Wolle mit dem Glas und dann die dunkeltürkise Wolle. Und dann hier ist halt auch wunderschön gemacht mit diesen Bäumen, die halt nicht einfach nur gepflanzt, sondern selber gebaut sind. Und die Lampen. Donnerwelle, die Lampe sieht echt interessant aus. Einfach mit Quarztreppen dahin gebaut. Ja, schön. Und hier kann man auch reingehen. Von wem ist denn das gebaut? Steht das hier dran? Bei San Remo, jawohl. Ja, er hat auch ja schon das mittelalterliche Dorf gebaut. Und ja, erkennt man, dass der einfach wirklich Talent hat, große Gebäude, also irgendwas Eindrucksvolles zu bauen. Hier kann man auch hoch. Auch hier direkt 11. Etage. Ja, interessant, hier sind noch so Kanten. Und hier kann man auch gut die anderen Gebäude sehen, wo ich noch hingehe. Ja. Hammer. Und direkt wieder runter zur Lobby. Ist ein bisschen dunkel, weil die ganzen Lampen aus sind. Schade eigentlich. Was haben wir hier denn? Das ist das nächste Gebäude, wo ich hingehe. Man muss schon echt sagen, dass die sehr groß sind alle, ne? Die werden hier schon gar nicht mehr angezeigt. Weil die so weit weg sind von dem Spieler. Was haben wir hier? Von Tillmann. Einfach, ja doch. Das ganze Gebäude ist einfach aus Steinslabs. Und ja, nee. Ab. Ach, hat kein Ziel weiter. Interessant, die Lampen hier noch alle drin. Wo bin ich denn überhaupt? Auch so weit oben. Ach so, sogar noch höher als eben. Kann man sogar rausgehen. Boah, was geht's da runter? Boah, solches Wagen da ins Wasser zu springen. Ich habe keine Ahnung, ob das nah genug dran ist. Warte mal. Da vorne. Ich habe mein ganzes Zeug dabei, aber ich komme ja hier schnell wieder hin. Ich probiere das da reinzuspringen. Ich hoffe, das Wasser ist tief genug. Okay. Mit Anlauf. Wow, zu kurz, zu kurz. Nein. Nein. Einfach verreckt. Ja gut, dann geht's gleich weiter, wenn ich wieder hier bin. Hätte ja sein können, dass ich treffe. So, da bin ich wieder zurück, habe alle meine Sachen eingesammelt und dann gehe ich hier zu den nächsten Gebäuden. Und das dürfte das von Sonnenholz sein. Ich habe da schon mal geguckt. Und zwar. Ach nee.
Das ist das neue Gebäude von Sanlemo. Also er hat das alte rüber kopieren lassen und das neue hier einfach direkt hingebaut. Mit sogar ein bisschen Lava. Kann man auch hochgucken. So hoch, dass das gar nicht mehr angezeigt wird. Und dann gucke ich hier mal gerade, was der Lift mir zu bieten hat. Aha. Anscheinend nichts. Das enttäuscht mich jetzt. Probieren wir gerade mit einer freien Hand. Doch, so geht es. Bin ich. Auf der Dachterrasse. Und hier kann man auch. Ne, hier ist kein Wasser, wo ich hier reinspringen kann. Ah, dann gehe ich mal hoch, ne? Oder? Vorsicht, nicht springen. Ah, das wollen wir ja noch mal gucken. Und noch ein höher. Hier ist auch wieder so ein Garten. Vorsicht, nicht springen. Hier wird nichts ersetzt. Ja, das will man schon ersetzen. Ah, es geht noch ein höher. Es geht noch ein höher. Und doch, das ist der höchste Punkt. Das ist auch einfach noch viel höher als die anderen Gebäude. Und die ganzen Chancen werden schon gar nicht mehr angezeigt. Das Wasser wird nicht mehr angezeigt. Hammer. Okay, ich bin bereit. Auf ein besseres. Diesmal treffe ich. Aber noch ein bisschen nach vorne und. Jawohl, getroffen. Getroffen. Ein geiler Sprung. Ja, ich hätte auf das Schild geschrieben, ja, springt doch, wenn du dich traust, weil sterben tut man ja nicht, wenn man trifft. Geiler Sprung. Dann das nächste Gebäude. So ein Hochhaus habe ich eigentlich noch nie gesehen, was sich halt dadurch auszeichnet, dass das nur diese Seitenscheiben sind. Boah. Aber hier hat auch jemand Redstone verbaut. Boah, ist da oben hin. Nicht schlecht. Ist ja überhaupt ein Schild, frage ich mich gerade, wer das gebaut hat. Sieht aber nicht so aus, als wenn hier was wäre. Aber ja, schön. Doch, hier ist Lift ab. Immerhin. Noch ein höher, noch ein höher. Wo bin ich jetzt? In der nächsten Etage. Achso, hier kann man auch in die Runde gehen. Aber nicht gut runter gucken. Ich schaue mal gerade aus dem Fenster. Ja, nicht schlecht. Gefällt mir auch das Gebäude. Lift down, lift down. Und unten bin ich, ja, in die Richtung. So, dann kommt das nächste Gebäude. Und da gehe ich in den Schlund. Der unheimliche Rüssel. Ich wüsste zu gerne, wer das gebaut hat. Dieser Rüssel, der ist Hammer irgendwie. Vor allem, wie kommt man an das Grundstück, dass man so ein riesen Ding hier bauen kann? Weil das hat ja noch nichts mit dem Hochhaus direkt zu tun. Das ist einfach nur so ein Gang, der dann unten zum Eingang führt. Ja. Einfach so ein riesen Rüssel. Kommt man da hoch? Wo bin ich? Auf jeden Fall kommt man hier. Ne, hier nur unten rein. Ach so, das Ding ist noch gar nicht fertig. Hier soll wahrscheinlich der Weg noch hochgeführt werden. Aber kann man trotzdem ja mal zeigen. Hier mit dem grünen Glas und. Und, ja, der weißen Wolle. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Jetzt ist natürlich doof, dass ich hier nicht wieder rauskomme. Ich dachte, ich komme da unten raus. Ist aber leider nicht so. Ja, dann laufe ich da gerade schnell hin. Ja, hier sieht man nochmal den Wurm von außen. Einfach echt so ein riesiger Schlauch. Und der geht dann einfach direkt über und führt hoch zum Hochhaus hinaus. Da eine Mall. Ja, genau, da kann man Sachen einkaufen, glaube ich. Jedenfalls ist da nochmal eine Karte. Und hier soll ein Shop entstehen. Aber das Gebäude ist halt echt noch nicht fertig. Ich wüsste jetzt gerne, wer es. Jawohl, hier ist mein Fahrstuhl. Lift up, lift up, lift up. Wo bin ich jetzt? In einem so einem Seitenteil. Auch schon ziemlich hoch. Welches Gebäude ist das denn? Achso, das ist U-Bahn-Gebäude.
Ich gehe nochmal höher und da ist Winnie auch. Dann lade ich den mal gerade ein, dann kann er auch mit quatschen. Guten Tag, Vincent. Was geht? Also, wir sind hier in dem grünen Schlauch. Können wir erstmal wieder runtergehen, Ja. weil hier ist ja noch nichts Besonderes. Und ich bin unten. Boah, hier. Wisst du zu gerne, wer das gebaut hat? Weißt du das? Ey. Ich bin gespannt, was Was? da noch alles dran kommt. Ey, das Sonnenholz. Ach, Sonnenhold ist da. Ja, guten Tag. Alter, was ist das denn? Was ist was? Ja, dieses Ding hier. Ja, das ist voll das Riesenmonster, ne? Vor allem, geh mal diesem Schlauch lang, wie lang der noch ist. Der ist richtig Hammer. Ah. Aber die anderen Gebäude habe ich Das. schon gezeigt. Winnie? Wo war das denn? Das wird hier ein bisschen langsam angezeigt bei mir gerade. Ich habe auf Ja, jeden bei Fall mir auch. versucht, von dem einen Hochhaus in den Teich von dem anderen Grundstück zu springen. Und ich bin gnadenlos gestorben. Boah, warum lädt das hier so langsam? Kannst du richtig ins Gebäude reingucken, weil der ganze Schank noch nicht da ist. Und du schwebst gerade im Licht. Ja, genau. Von dem Turm hier Ja. drüben. Da bin ich runtergesprungen und einfach verreckt. Wolltest du ein Hinting? Hier in so einem Teich von dem Teil hier. Von da oben hier Von rein da oder so? oben da unten in den Teich. Und ich bin hier einfach auf dem Weg aufgeklatscht. Gut. Das waren, glaube ich, schon die Hochhäuser, die hier oben sind. Weiter unten, da sind noch welche und da laufe ich jetzt mal gerade hin. Also hier ist noch das nächste, das DNA-Gebäude, wie ich es jetzt nennen würde. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wer es gebaut hat. Auf jeden Fall wurde das Gebäude auch von der alten Map rüber kopiert. Oder weißt du noch aus dem Kopf, wer das gebaut hat? Struppelpeter hat es gebaut. Ja, nicht schlecht. Ja, und dann geht's. Achso. Was ist das denn? Was für ein Eingang? Das Ohr geschossen. Obergeschoss. Bis in 10. Ja, los. Ich bin oben. Bist auch da? Auch, ja. Ja, Hammer. Und höher? Doch, es geht noch höher. Na, reicht ja erstmal. Und ich frage mich echt, warum das so langsam lädt. Verrückte Sache. Na, ich gehe wieder runter. Ein Ja, Glück da komm. oben. Aber das Tor ist auch nicht schlecht. Ja, und dann geht's weiter zu den letzten Gebäuden. So, hier sind die letzten beiden Hochhäuser. Einmal der Turm, der auch von der alten Map kopiert wurde. Der Limelight Tower. Da fällt natürlich auf, dieser. Der wurde aus dem Handelschat gekickt. Peinlich. Naja, egal. Da fällt auf jeden Fall diese Spirale auf. Und dann hier das Gebäude, das wurde vom Team gebaut, oder? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall stand das Gebäude schon, als die Map online war. Und es ist auch kein Grundstück, auf dem das gebaut wurde. Aber der Teller sieht auch nicht schlecht. Und da hinten auf dem Berg, da sieht man das Gefängnis. Das ist auch echt gut geworden. Also das heißt, wer irgendwie die Baumfarben nicht richtig nachgepflanzt hat, der kommt dann für 20 Minuten oder so in das Gefängnis und muss da dann auch die Zeit absitzen. Sonst kann er hier auf dem Server nicht weiterspielen. Das ist auch echt eine sinnvolle Maßnahme, halt so ein paar Kiddies zurechtzuweisen. Jetzt sind wir schon ganz oben hier, ne? Oder geht's noch Noch einen höher? einmal da. Ey, das Sonnenholz. Wo ist Sonnenhold? Hier. Hä, mein Destination ist doch. Sonnenhold ist da. Ey, kann man hier runterspringen irgendwo? Ich bin irgendwie auf dem Trichter, irgendwo runterzuspringen. Da, ja. Aber ja, ins Meer. Ins Meer ist ja ein bisschen langweilig. Da ist so ein kleines Ding. So ein kleines Ah, den Loch. hat Sonnenhold gebaut? Krass. Warte. Hat er geschrieben, ja. Ist natürlich richtig, boah, stark. Alter, er und Sanlemo, die haben schon Talent. Die Mats, auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Also die beiden haben echt Talent. Ach so, hier vorne soll noch dieses Hotel von Dubai sein. Ist auch nicht schlecht.
Ja, genau, was ich sagen wollte. Ja, Sonnenhold und Sanemo, die bauen hier mit so die krassesten Sachen auf dem Server. Und jetzt bei der einen Folge hat einer im Kommentar geschrieben, ja, was ist daran kreativ, so ein paar mittelalterliche Häuser zu bauen? Also wirklich, da hätte ich jetzt mehr erwartet, um das als kreativ zu bezeichnen. Aber er hat noch dazu geschrieben, soll jetzt kein Hater-Kommentar sein. Boah, zwei Doppel. Eine Doppelkiste mit Quarz und das Zeug ist so teuer. Hammer. Und dann würde ich sagen, ich habe alle Hochhäuser gebaut. Ja, gebaut habe ich natürlich keins davon. Aber ich habe sie alle präsentiert. Und mein Ziel ist es natürlich, wenn ich genug Bench habe, selber mir ein Grundstück zu kaufen und eins von den Prachtdingern hier hochzuziehen. Da habe ich auch wieder richtig Lust drauf, wie ja schon bei der alten Map. Und Vini, als Abschluss würde ich sagen, springen wir hier einfach runter, wa? Okay. Komm her. Okay, 3, 2, 1, go! Wow! Zack! Patsch! Strubbelpeter ist auch bei dem Clan. Ja, okay. Gut zu wissen und mit diesen letzten Gedanken und dem Wahnsinnssprung ins Tiefe nass, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Euer Nick. Ciao.